Hallo Münster, habt ihr Bock? Ach, es ist so schön, auf dieser Bühne zu sein. Es ist wirklich so toll, auf dieser Bühne zu sein. Ich muss überlegen, guck mal, ich mache jetzt auf Comedy Deutsch. Auf Comedy Deutsch machen. War damals für mich unvorstellbar. Ich bin 2005 mit meinen Eltern aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Wir waren Flüchtlinge. Und ihr müsst euch vorstellen, wir Migrantenkinder, wir haben extrem viel Druck. Gibt es Migrantenkinder heute? Hier, einmal klatschen bitte. Okay, in Münster. Okay, einer. Woher kommst du, mein Lieber? Aus Griechenland, wow, Griechenland, toll. Sieht ein Grieche, der aussieht wie Türke, ist doch super. Ja, ich bin Perserin, ich bin aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Und ihr müsst euch vorstellen, mein Vater, vor allem die Perser, die haben immer so einen German Dream, ne? Die fliehen zwar her, aber der wollte es hier wissen, der wollte es hier schaffen. Der kam nach Deutschland, der wollte den typischen German Dream, der wollte Mercedes, Einfamilienhaus, emotionale Vereinsamung. Der hat zu mir gesagt, Nigger, wenn du in diesem Land bist, du musst hier was schaffen, du musst hier was werden. Und ich bin letztens zu meinem Papa, ich so, Papa, guck mal, ich bin jetzt Content-Creatorin, ich mache Stand-Up-Comedy, ich bin im TV zu sehen, schau mal, Papa, guck mal. Und er hat sich all meine Beiträge auf Social Media angeschaut und seitdem lebt er wieder im Iran. Der so, Nigger, persische Eltern, super ehrlich, der Grieche wird's kennen, die sind immer ein bisschen temperamentvoll, die sind immer ein bisschen, ist dein Papa auch gemein manchmal? Ja, schon. Ja, schon. Ich frage den Griechen, der Deutsche antwortet. auf jeden Fall war der so, Nigger, mein Papa so, Nigger, warum Stand-Up-Comedy? Mit deinen Talenten, mit deinem Aussehen, warum diese Stand-Up-Comedy? Ich so, was denn, Papa? Findest du, ich sollte doch eher modeln? Meinte, nein, Schatz, du hast immer 3 Tonnen Make-up in deinem Gesicht. 5 Tonnen Make-up. Ich dachte eher Clown. Wie gemein von ihm, oder? Mein Leben war eigentlich einfach. Stellt euch mal vor, ihr kommt in einem fremden Land, in einer fremden Schule. Wirklich, es war so schlimm, als wir damals nach Deutschland geflohen sind. Ich kannte kein Wort die Sprache in dieser Klasse. Kein Wort habe ich die Sprache verstanden auf der Hauptschule. Okay, das ist selbstverständlich. Woher sollte ich Türkisch können? Und mein Papa, der wollte dann, ich so, dann habe ich mich so vorgestellt in der Schule, habe mich hingestellt, habe gesagt, hallo, ich heiße Nigger. Ich habe den wunderschönen persischen Namen Neger. Wie kannst du so heißen, wenn du nach Deutschland auswanderst? Was ist das für ein Name? Schlimmster Name auf dieser Welt. Ich so, hallo, ich heiße Neger. Und die Klassenlehrerin schaut mich nur so komplett verwirrt an. Die so, nö, also das würde ich so nicht unterschreiben. Und ich habe einfach den schlimmsten Namen. Ich bin zu meinem Papa. Ich so, Papa, ich muss den Namen sofort ändern, als ich herausgefunden habe, wie krass es ist. Ich so, Papa, der Name muss geändert werden. Bitte, ich kann so nicht heißen. Und wisst ihr, was mein iranischer Papa sagt, Münster? Mein Papa guckt mich an und sagt, Nigger, dein Name wird doch mit Oho geschrieben, Schatz. Oho. Ich sage, genauso wie wenn du Adolf heißt. Du dich zu Hause bei deinem Vater beschwerst und du sagst, oh ja, mit PH. Macht voll viel besser. Und das Ding ist so, du wanderst aus nach Deutschland und es werden viele kennen, die jetzt hierher fliehen. Ich denke so, oh mein Gott, die Armen, die müssen so viel durchmachen, das ist so schlimm. Weil du kommst nach Deutschland und du hast keinen Fuß rausgesetzt und schon musst du dich hier komplett integrieren, anpassen. Alle so, und was mit der Integration? Hä, was mit der Anpassung? Hä? Hast du dich schon angepasst heute? Ne? Integration ist super wichtig. Wo ich mir denke, ja okay, ist aber nicht einfach. Weil in Deutschland fährst du 400 Kilometer Auto und allein 5-mal ändert sich das Wort für Brötchen. Guck mal, eine Begrüßung im Iran ist schon komplette Katastrophe. Im Iran eine Begrüßung ist anstrengend. In Deutschland super einfach. Hallo, fertig, fertig, keine Gefühle, nichts. Und ich musste mich hier anpassen. Ich komme hierher und ihr müsst euch vorstellen, im Iran eine Begrüßung dauert 700 Jahre. Eine persische Begrüßung geht ungefähr so. Ich mach's euch mal vor, wenn ich darf. Salam khubastin, chetorin, maman esun khube, babatun khubastan, achyamutun khuban, gorbunetun beram. Ins Deutsch übersetzt heißt es ganz einfach. Hallo, wie geht's dir? Wie geht's deiner Mutter? Wie geht's deinem Vater? Wie geht's dem Baum vor deiner Haustür? Wie geht's dem Fußteppich auf dem Boden? Und am Ende der Begrüßung, ihr Lieben, sagen wir Perser, sagen wir, gorbunetun beram, das bedeutet übersetzt, ich sterbe für sie. Ich habe dasselbe exakt ins Deutsche übernommen. Alle dachten, ich wäre eine Selbstmordattentäterin. Ich sterbe für sie. Pff, alle waren weg. Und
bei uns Perserinnen ist es so, wir wollen immer alles sehr blumig ausdrücken. Perser liegen sehr viel aus Ästhetik, dass sich alles ein bisschen besser anhört, als es wirklich ist. Und so eine Flucht ist nun mal nicht einfach. Nur meine Mutter will das immer ein bisschen anders umformulieren. Wir hatten letztens ein Kamerateam bei uns zu Hause, die haben so ein Porträt gedreht. Und die haben gefragt, Frau Amiri, warum sind Sie denn nach Deutschland gezogen? Sagen Sie mal, was war denn der Grund, warum Sie nach Deutschland geflohen sind? Und wisst ihr, was meine Mutter sagt? Ich habe es nicht geglaubt. Die guckt den an und sagt, wissen Sie, Herr Kameramann, wir fanden, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen. Wie waren Fashion-Flüchtlinge? Ist so. Fashion-Flüchtlinge, egal. Auf jeden Fall mit der Integration ist einigermaßen gelungen mittlerweile. Ich habe komplett andere Probleme. Mein Leben ist so schwer, ihr Lieben. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin Single. Wer ist alles noch Single? Einmal klatschen, bitte. Schön 3 Stück in Münster, der Rest verwandt und verschwägert. Schön, schön, schön. Ich bin voll lange Single. Ich habe noch nie eine richtige Beziehung gehabt, glaube ich. Und meine Familie, glaube ich vor allem, meine Familie, also ich hatte Beziehungen, nur die wussten nichts davon. Auf jeden Fall, ich bin Single. Und es ist halt für persische Frauen auch eine andere Kultur. In Deutschland ist egal, in Deutschland nennt man Single-Frauen emanzipiert. Bei uns im Iran gibt es eine andere Begrifflichkeit dafür. Im Iranischen gibt es ein Wort für Frauen, die ab 28 noch Single sind. Das heißt Torschide, bedeutet übersetzt verschimmelt. Und ihr könnt euch vorstellen, was meine Familie mir jeden Tag sagt aus dem Iran. Nigga, wann ist es bei dir soweit, Schatz? Wann endlich ein Mann, wenn es nicht klappt, heiratet deinen Cousin? Der fährt Mercedes-AMG, nimm doch deinen Cousin. Ich will meinen Cousin nicht heiraten. Der auch nicht. Der will wirklich nicht, ich wollte schon. Mittlerweile, ich würde sogar den nehmen. Auf jeden Fall sagen die, ja, wann ist es bei dir soweit? Bitte, Schatz, sag doch mal, was ist dein Typ Mann? Und ich bin so ein bisschen in mich gegangen, um herauszukriegen, was mein Typ Mann ist. Aus alten Fehlern sollte man lernen. Ich habe gemerkt, ich hatte bis jetzt keinen bestimmten Typ Mann. Hauptsache Arschloch, alle Gemeinsamkeiten, die sie hatten. Und heute stehe ich auf Männer mit einer eigenen Wohnung. Ja, ich habe immer so Pech gehabt. Jeden Mann, den ich getroffen hatte, hat irgendwie bei der Mutter zu Hause gewohnt und hatte irgendwie ein Auto und wollte mich an eine Laterne daten. Alle meine Freundinnen wirklich Top-Typen gehabt. Die haben Urlaub gemacht überall. Bali, Paris, hier, da. Das einzige Romantische, was ich mit meinen Ex-Freunden hatte, war mein Kopf an seiner Felge. Ich hatte einen Typen wirklich, der hat im Auto gelebt. Der hat alles im Auto gemacht. Ich wollte nicht irgendwann mal zu meinem Kind sagen, Schatz, siehst du diese Handbremse? Darauf wurdest du gezeugt. Deswegen suche ich Männer mit einer eigenen Wohnung. Und ich suche deshalb meine Männer nicht auf Tinder oder Parship, nein. Ich suche meine Männer auf Immobilien-Scout. Klappt super. Ich gehe auch manchmal zu Besichtigungen, die ich mir absolut nicht leisten kann, um Männer kennenzulernen, die es sich leisten können. Habe auch so ein Buch dabei. Man muss ja den Männern, muss man ja ein bisschen, weil die sind ja echt manchmal so in ihrer eigenen Welt. Man muss ja Aufmerksamkeit erregen. Deswegen habe ich auch ein Buch dabei, wo die Männer sofort auf mich anspringen. Ich habe immer so ein Buch dabei, wo drauf steht, was tun bei Sexsucht? Es hat einmal so gut geklappt, ich musste entgegensteuern mit ein anderes Buch. Was tun bei Scheidenpilz? Ach, es ist nicht so einfach. Und mein Typ, Mann, über die Jahre hat sich wirklich so geändert. Die 3 Singles hier, kennst aus Münster, weil mein Typ, Mann, ändert sich so krass. Ne? Du nickst hier so schön. Bei mir hat sich wirklich verändert, weil früher stand ich so auf krass breit gebaute Männer. So mit 80.000 Euro Batzen in der Tasche. Kennt ihr diese Männer, die selbst einen E-Scooter mit einem tiefer gelegt waren? Auf diese Männer stand ich früher und heute stehe ich so auf das Gegenteil. Ich stehe so auf komplett sehr, 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 sehr deutsche Männer. Einer da? Keiner? Die hält ihren Freund so fest. Mein Deutscher! Nein, alles gut, keiner. Es ist so, weil ich stehe oft so deutsche Männer, die North Face-Jacken tragen. Boah, ich liebe deutsche Männer mit North Face-Jacke. Ich liebe deutsche Männer mit so einer Taschenlampe abends beim Joggen auf den Kopf. Kennt ihr die? Das ist doch Next Level, Alman, oder? Taschenlampe auf dem Kopf ist Next Level. Ich will einmal in meinem Leben mit so einem Typen abends joggen, mit so einem Ralf mit Taschenlampe auf den Kopf. Dann meiner Familie aus dem Iran ein Foto von uns schicken und sagen, guck mal, Mama, das ist Integration.
Wenn du den deutschen Pass willst, hier der Richter, wenn du deutscher Pass willst, aber mit Taschenlampe auf den Kopf. Deutscher Pass kommt automatisch zu dir. Na, ich will es unbedingt. Und die Verhaltensweisen verändern sich auch so krass. So, ich muss mich so komplett umstellen, weil es fängt schon an, weil deutsche Männer haben so krass viele Ansprüche. So, ihr analysiert erstmal alles, bevor ihr weiter datet. Der nickt hier schon. Nein, wirklich, es ist einfach so, weil deutsche Männer, die brauchen, denen reicht nicht nur gutes Aussehen, die brauchen tiefgründige Gespräche, die brauchen, was weiß ich, Intelligenz und Humor. Und Humor habe ich, aber Intelligenz... Schwierig. Deswegen tue ich immer so, als wäre ich krass intelligent. Mache ich wirklich, wenn ich so ein Date mit einem deutschen Mann habe, ich habe vorher immer, mache ich Meetings mit meiner deutschen Freundin, was ich für Begriffe sagen kann. Und dann schmeiße ich so deutsche Worte rein, damit die sagen, boah, die ist aber krass, Mensch, die ist aber super intelligent. So Worte wie tendenziell. Krass, oder? Tendenziell. Du komplett jetzt verliebt. Der verliebt. Oder perspektivisch würde ich eher eine Cola bestellen. Und ich liebe es, Müll zu trennen. Ich hasse Müll trennen. Auf jeden Fall habe ich dann einen gedatet. Ich war so auf Tinder unterwegs. Ich weiß nicht, wer hier alles auf Tinder ist. Wahrscheinlich nicht. Ihr seid ja vergeben. Es sei denn, ihr führt eine offene Beziehung, wie jeder andere auch heutzutage. Auf jeden Fall bin ich dann so auf Tinder unterwegs. Und bei deutschen Männern, ich achte immer nur drauf, wenn ich die date, dass sie so ein Bild haben mit einem Helm auf dem Kopf beim Klettern. Darauf stehe ich besonders. Und ich habe einen gesehen mit seinem riesen Deuter-Rucksack. Ich war direkt verliebt. Und ich habe ihn gedatet. Und ich werde seinen Namen heute nicht sagen. Timo. Auf jeden Fall habe ich ihn gedatet. Und er hat nach 4 Treffen das Deutscheste gemacht, was ein Deutscher nicht mal wirklich... Das war echt, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich war komplett überrascht, weil nach 4 Treffen steht er so auf, wir haben einen Film geschaut von Elias Mbarek und Paulina Roginski. Richtig unnötige Information, aber egal. Auf jeden Fall einen Film geschaut und plötzlich steht er so auf und er so, du Neger, das sind ja erst 4 Treffen, die wir jetzt gemeinsam hatten, ne? Und ich finde, es wird Zeit für ein Feedbackgespräch. Was? Deswegen, ja du, ich bin so ein bisschen in mich gegangen, einfach so für die Dynamik, ne, für die Dynamik. Ich so, krass, neues Wort gelernt. Dynamik, ja. Und ich bin so zu dem Entschluss gekommen, du, nee, es klappt alles gut, wir haben gute Gespräche, wir haben gar nicht geredet, wir haben gute Gespräche und ich bin aber zu dem Entschluss gekommen, du, die Schmetterlinge in meinem Bauch, die sind einfach nicht da. Und PS, du schuldest mir noch 1,50 vom Halloumi-Döner. Und ich war so krass schockiert. Und er meinte so, ja, lass uns doch eine unverbindliche Beziehung führen, ne? Was hältst du denn davon, eine unverbindliche Beziehung? Was für ein Begriff, heißt ja etwas ohne tatsächliche Verantwortung, wo ich mir denke, unverbindliche Beziehung mit mir als Perserin? Ich habe schon meine gesamten Freundinnen, alle Freundinnen von mir wissen schon Bescheid, dass wir was zusammen sind. Ich habe schon Plakate von uns aufgehangen, ich habe meinen Facebook-Status abgeändert. Meine Familie aus dem Iran denkt, die können bald zur Verlobung kommen, bei dir im Betrieb und Visum von dir bekommen. Und du sagst immer noch eine unverbindliche Beziehung. Und deswegen habe ich für alle Mädels einen Trick. Den mache ich ab jetzt. Wenn ein Mann es erstmal so krass ernst meint, du denkst so, oh, der ist richtig verliebt. Und dann aber doch sagt, eine unverbindliche Beziehung, mache ich es jetzt folgendermaßen. Ich gehe mit ihm ins Bett und habe Sex mit ihm. Nur mittendrin bei Höhepunkt höre ich einfach auf. Ich sag, du kommst hier erstmal allein zurecht. Ich bin erstmal raus, weil die Sache ist unverbindlich. Ja. Einfach kein Mann hat geklatscht gerade. Außer einer, aber der will nur Sex. Ach, ich bin so froh, hier zu sein. Es ist wirklich schön, hier zu sein. Und es gibt noch ein anderes Problem. Ich weiß, ich habe genug Probleme. Ich muss mein Leben hier verarbeiten mit euch innerhalb von Comedy. Ist doch schön für 600 Leute. Gibt es doch nichts Besseres. Ich habe ein anderes Problem. Meine Mutter kommt letztens zu mir, die so, Nigga, ich kenne die Antwort, warum du Single bist und kein Mann dich will. Ich so, warum? Die so, Schatz, die Männer, die wollen einfach nicht in deine Schatten erstehen. Ich so, hä? So berühmt bin ich jetzt nun auch wieder nicht, Mama. Die so, nein, ich meine die Schatten deiner großen Nase. Ich gehöre zu den 7 Perserinnen weltweit, die sich die Nase noch nicht operieren lassen hat.
Und meine Mutter kommt darauf nicht klar. Eine Nasenoperation ist wie in Deutschland eine Zahnreinigung, muss man sich vorstellen. Das ist so richtig typisch und ich bin richtig untypisch und meine Mutter will es unbedingt. Weil die kommt jedes Mal zu mir, die so, Schatz, bitte, guck mal, deine Cousine hat ihre Nase machen lassen, sieht so schön aus, deine Nase ist so groß, guck mal, ihre Nase. Und ich gucke auf das Bild und ich sehe, Mama, sie hat gar keine Nase mehr. So, Schatz, bitte, bitte, die legt mir auch so Prospekte vor meiner Tür mit so Schönheitschirurgen drauf, sowas wie Dr. Hassan Nasenhasser, Dr. Abdul Abdamit. Und die härteste Geschichte war, die hat einfach ein Bild von mir genommen, hat es einfach auf Facetune bearbeitet. Ihr Lieben, ich sah aus wie Voldemort, nur mit Schnurrbart. Nein, ich will meine Nase nicht machen lassen. Und ich finde, jeder, wie er es mag. Ich finde es auch immer so schlimm, wenn man sagt, ja, die ist gemacht, die ist komplett gemacht, sie ist nicht gemacht. Ich finde, es ist an der Zeit, dass man uns Frauen einfach so sein lässt, wie wir sein wollen und worauf wir Bock haben. Also das ist eigentlich meine Message für heute. Und ich habe auch jetzt so ein bisschen nachgedacht über die letzte Zeit. Es ist Corona gewesen, man hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Es gibt so einen Punkt, was mich übertrieben nervt. Das ist, und wir leben in Deutschland und es ist ein Land, wo Frauen sehr viel Erfolg haben können. Wir haben hier die Möglichkeit und es ist so wundervoll. Es ist so schön. Guck mal, ich bin aus dem Iran hergeflohen und fühle mich hier super wohl und mache hier das Beste draus. Und es ist in Deutschland in anderen Ländern ist es manchmal nicht so möglich. Ne? Und deswegen müssen wir Frauen es hier nutzen, um irgendwann mal einfach anderen Frauen aus anderen Nationalitäten viel besser helfen zu können, um sie dann auch irgendwann mal voranbringen zu können. Nur das Ding ist, dass es immer so ein bisschen negativ behaftet ist. Frauen und Karriere ist immer so ein bisschen schwierig, weil immer wenn, keine Ahnung, Männer werden immer mehr gepusht, habe ich im Gefühl. Ne? Ich spüre das immer so, wenn Männer erfolgreich sind, dann ist das immer so voll der krasse Typ. Nur wenn Frauen krass erfolgreich sind, höre ich immer wieder, ach die hat doch die und die Connection. Oder mein Lieblingssatz, sie hat sich doch hochgeschlafen, wo ich mir denke, wie geht dieses Hochschlafen, ich will auch. Oder die sieht doch einfach nur gut aus. Bei Männern ist es immer so, wenn die erfolgreich sind, die werden gepusht. Oh, der Bruder, der hat sich von unten nach oben hochgearbeitet. Der ist self-made. Bei uns Frauen heißt es handmade. Und ich stelle mir vor, wie soll das funktionieren, dass du nur mit gutes Aussehen weiterkommst? Wie soll das gehen? Ich stelle mir vor, eine Frau hat ein Bewerbungsgespräch bei der Deutschen Bank und der Chef sitzt vor dir und der so, und Frau Amiri, was sind denn Ihre Qualifikationen? Und ich bin nur so, der so, Frau Amiri, es geht hier um ein Millionenunternehmen, was sind denn Ihre Qualifikationen? Und die Frau ist nur so, und er so, oh mein Gott, Sie sehen ja gut aus, Sie haben den Job. Ich habe den ultimativen Beweis, ihr Lieben, warum Hochschlafen nicht funktioniert. Wer ist die erfolgreichste Frau auf dieser Welt? Angela Merkel. Wie soll sich Angie hochgeschlafen haben? Ey, cool, lass mich mal ran. Okay, du hast den Job auch so? Ihr Lieben, was ich damit sagen will, ist, wenn eine Frau erfolgreich ist und immer weiterkommt und jeder soll sich dran gewöhnen, hat das nicht damit zu tun, dass sie gut aussieht oder sich hochgeschlafen hat, sondern aus einem ganz einfachen Fakt, weil sie es fucking nochmal verdient. Fertig. Ja. Ihr Lieben, mein Name ist Nega Amiri, habt einen schönen Abend. Dankeschön. Danke.